Was halten Sie denn davon, dass der Sender Premiere jetzt in Zukunft die Übertragungsrechte für AIDS bekommen hat und nicht ARD und ZDF? Ja, das finde ich nicht gut. Das sollte für jedermann zugänglich sein. Also ich meine, ich müsste das... Für AIDS, ja, finde ich gut. Alle Sender müssen das bringen. Wie viel Geld würden Sie denn maximal für eine AIDS-Übertragung ausgeben? Ich bin dran, ne? Ja. Ich würde schon mal auszählen, wie viel, wenn sich nicht mal so übrig bleibt. 10, 20 Mark. Wie oft haben Sie denn bis jetzt bei ARD und ZDF die AIDS-Übertragung genutzt? Ja, soweit ich konnte, Zeit hatte. Kann ich Ihnen so auf Anhieb nicht sagen. Nee, nur eine Sende, warte, Premiere. Ob das jetzt, sagen wir, eine Spezialübertragung war oder was, das weiß ich wirklich nicht. Wie oft haben Sie so eine AIDS-Übertragung bei den Öffentlich-Rechtlichen bis jetzt genutzt? Eigentlich ich weniger, aber mein Freund eher öfter. Danke. Gut, vielen Dank. Tschüss. Es geht um Folgendes. Immer mehr Kinder und Jugendliche empfangen ja heutzutage SMS. Was können da die Eltern, was können die Gesundheitsämter, was können die Schulen dagegen unternehmen? Das ist eine komplizierte Frage. Das Problem gab es eigentlich immer schon. Ich würde sagen, die Tiere impfen, damit es erst gar nicht so weit ausbricht. Dass irgendeine Krankheit oder was sein sollte oder Lernunfähigkeit, das ist so wie der Legasthenie oder wie man das nennt. Das ist Logothepädie. Ja, klar. Oder Logothepädie, was weiß ich denn. Es kann ja trotzdem mal passieren. Würden Sie ein Enkelkind mit SMS auch noch lieb haben? Das hat ja damit nichts zu tun. Man muss damit leben dann, ne? Ja, aber was für eine Antwort? Was habe ich denn für eine gegeben? Es geht um Folgendes. Die Bundesregierung plant ja jetzt zur Finanzierung der inneren Sicherheit die Heroinpreise wieder anzuheben. Was halten Sie von dieser Maßnahme? Ich halte da gar nichts hiervon, weil ich schon meine, dass man genug zahlt. Heroin? Ja, also das finde ich schon gut. Wenn es nützlich ist, ist gut. Ja, also eigentlich bin ich genug belastet als Rentner. Also da finde ich nicht, dass ich da noch mehr zahlen soll. Nö. Wie wird sich Ihr Konsum denn dann verändern? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So wie es bisher war. Also weiterhin konsumieren, auch dafür, dass dann halt eben mehr Geld in die Kassen reinkommt. Ja, das ist egal. Wie viel wärst du denn maximal bereit, dafür mehr zu bezahlen? Ja, gar nichts eigentlich. Wissen deine Eltern das? Nee. Wann willst du das denen denn mal sagen? Irgendwann kommt das ja raus. Ja, heute Abend dann, wenn. Was hältst du davon, dass die Heroinpreise jetzt angehoben worden sind, wegen der inneren Sicherheit? Wie? Wenn du als Kleindealer, wenn du schon Pokémon-Karten vertickst, hast du bestimmt eine Meinung dazu. Ja, ich verkaufe die. Wie viel wären Sie denn maximal bereit, dafür mehr zu bezahlen? Ja, wie sollen die Summen denn sein? Also sagen wir mal, ich habe ja keine Ahnung, was man da investieren müsste. Sagen wir jetzt mal drei mehr. Was, 3 Mark? Ja. Ja, das würde ich, doch, würde ich machen. Wenn das was bringen soll, würde ich machen. Also für 3 Mark mehr würden Sie das Zeug schon noch? Doch, würde ich. Würde ich machen. Für eine größere Sicherheit innerhalb unseres Lebens würde ich das machen. Würde ich das machen. Da zieht man sich das dann doch nochmal rein. Doch. Ja, doch. Wie ist das denn mit eurer inneren Sicherheit? Meinst du, die ist gewährleistet? Also ich denke auf jeden Fall, dass man da mehr für tun muss, aber eben nicht nur durch Zigarette. Also, muss auch schon was Größeres sein. Muss was Größeres sein, ja. Wir Deutschen feiern jetzt 11 Jahre deutsche Einheit. Ja. Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie lange die deutsche Einheit jetzt schon her ist? Um die 10 Jahre. Über 10 Jahre, circa 12 Jahre, so in etwa. Ja. 10 Jahre? Ja, knapp 10 Jahre. Es ist fast genau die Zeit, seit ich nicht mehr rauche. Daher bin ich so ungefähr sicher, dass es so 12 bis 13 Jahre sind. Meinen Sie, es bestehen da für uns Westdeutschen noch Chancen, dass die DDR wieder an Polen zurückgegeben wird? Schwer Chancen nicht. Schwer nicht. Also ich weiß, die wäre lieber da hinten geblieben. Nicht? Aber man gibt das Beten ja nicht auf. Vielleicht klappt es ja noch. Ja, ich denke auch, dass das klappt. Ja? Jetzt ist ja durch die Auswertung von Stasi-Unterlagen rausgekommen, dass auch Wolfgang Thierse eine Vergangenheit als Ostdeutscher hatte. Haben Sie mitbekommen. Ja. Meinen Sie, so einer ist überhaupt noch auf einem Arm tragbar? Nein. Nein, das glaube ich nicht. Meinen Sie, dem sollte man ruhig mal beide Augen zudrücken und... Richtig. Tragbar sind am mehreren nicht. Ne? Und das sage ich selber. Ne? Der Schäuble muss ja getragen werden. Ja. Der Gregor Gysi hat jetzt zum wiederholten Male gefordert, die deutsche Nationalhymne sollte vereinheitlicht werden, damit auch die Ostdeutschen da drin vorkommen. Halten Sie das für einen richtigen Vorschlag oder kann man da ruhig mal Gras über die Sachsen wichsen lassen? Was heißt hier Sachsenwichsen? Also, mir ist das egal. Wie geht denn die deutsche Nationalhymne zurzeit? Deutschland, Deutschland, über alles. Über alles in der Welt. Danke Ihnen. Schönen Tag. Ja, tschüss. Das wünsche ich Ihnen.
Es ist jetzt ja sogar in einer Bäckerei bereits ein Päckchen mit Backpulver aufgetaucht. Richtig. Die Tage. Ist traurig. Meinen Sie, da hört dann nicht der Spaß auf, ja, wenn es um Lebensmittel geht? Ja. Einer, der sowas macht, gehört nicht in der Bäckerei. Meinen Sie, da hört der Spaß auf oder wie soll man mit solchen Bäckern verfahren? Tja, ich würde sagen, so 3 Jahre Gefängnis ist noch zu wenig. Also die dürft nie mehr eine Bäckerei führen und müssen bestraft werden. Ein Mensch, der richtig nachdenkt, der weiß ja auch sofort, was man mit einem Päckchen Backpulver alles für Schaden anrichten kann. Ganz bestimmt. Meinen Sie, einen Bäcker, der in der heutigen Zeit so ein Backpulver verwendet, dem sollte man wirklich öffentlich die Eier aufschlagen? Das könnte man machen, ja. Das wäre nicht so viel verlangt. Es ist in diesem konkreten Fall, ist das Backpulver sogar zu Brötchen verarbeitet worden. Da kann man ja mehrere hundert Leute mit den Hunger von stillen. Würdest du in so einem Laden nochmal einkaufen? Nee. Meinen Sie, als Kunde, da sollte man dann doch lieber darauf achten, dass kleine Brötchen gebacken werden? Genau. Wie soll man mit solchen Bäckern denn dann in Zukunft verfahren, um denen dieses Problembewusstsein bezüglich Backpulver mal zu geben? Vielleicht mal eine Zeit lang schließen, oder? Dass man den Binladen da mal zumacht. Es sind jetzt auch die ersten Milzbranderreger schon per E-Mail verschickt worden. Haben Sie das Gefühl, dass das Internet da wirklich missbraucht wird? Ja. Ihr seid jetzt noch ein bisschen jung, aber unser Altbundeskanzler, der Willy Milzbrand, der hat gesagt, dass die Lieselotte Backpulver eigentlich eine ganz gute Schauspielerin ist. Meinst du, das kann man in der heutigen Zeit wirklich noch unterschreiben? Würde ich nicht sagen. Gut, danke ich euch beiden. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Die deutschen Schüler gelten im internationalen Vergleich ja als vergleichsweise blöd. Ja. Das liegt daran, dass ein Großteil auch immer noch 2 plus 2 für 4 hält. Wie kann man den Schülern die Dummheit wieder ausprügeln? Ausprügeln schon mal gar nicht. Man muss sie besser unterrichten. Das ist der Haken. Man muss einmal 1 ist 2. Die meisten Schüler halten ja auch 2 plus 2 immer noch für 4. Kann man das nicht irgendwie mal im Biologieunterricht anders beibringen? Kann man. Nee. Kann man, doch. Wie soll man das denn beibringen? Geht da gar nicht. Und 2 mal 1? Und das bleibt dasselbe. Auch wieder 1. Ja. Hast du schon beigebracht gekriegt, was zum Beispiel die Hauptstadt von Algebra ist? Nee. Religion ist nicht so eure Stärke, oder? Nein. Der rechte Winkel hat ja eine braune Vergangenheit. Habt ihr da in Geschichte schon drüber geredet? Nein, eigentlich nicht. Wird sowas eher in Biologie behandelt? Ja, vielleicht. Es wird ja immer erzählt, die Blödheit pflanzt sich im Generationensprung fort. Ja. Haben Ihre Enkel auch so Probleme in der Schule? Ja, zum Teil schon. Du bist ja jetzt vergleichsweise blöd, denke ich mir mal. Meinst du, das liegt an deinen Eltern? Nein. Wer könnte dann daran schuld sein? Eigentlich gar keiner. Habt ihr das Thema Abtreibung schon behandelt? Ja. In Reli haben wir das behandelt. Wäre das nicht eine Alternative, dass sich die Eltern vielleicht vorher mal Gedanken machen, bevor sie dumme Kinder in die Welt setzen, die uns dann im internationalen Vergleich relativ bescheuert dastehen lassen? Ja. Aber wenn die Eltern davor es auch schon so gemacht hätten, dann gäbe es unsere Mütter nicht. Und wenn die es davor auch schon so gemacht hätten, gäbe es überhaupt keine Menschen. Dann gäbe es jetzt keine dummen Deutschen, wir stünden international besser da. Ja, wir stehen überhaupt nicht da. Es wird ja mal behauptet, dumm fickt gut. Halten Sie das für richtig? Könnte, ja. Ja, sagt man. Die Aussage würde vielleicht auf manche Beziehungen zutreffen. Ja. Klar, warum nicht? Ja. Wünsche ich Ihnen noch viel Spaß heute. Ja, danke. Okay. Ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen, die dürfen Sie, Sie kennen das Prinzip, nicht mit Ja, Nein oder Weiter beantworten. Sagen Sie einfach direkt, was Ihnen als Antwort in den Kopf kommt. Das Ergebnis sage ich Ihnen dann nachher. Ja? 365 Tage sind ein? Ja. Was sollten Sie nicht antworten? Ach so, ja. Doof, ja, Nein, ne? Oder Weiter. 365 Tage sind ein? Ja. Gut, was reimt sich auf Heiter? Weiter. Was sollten Sie nicht antworten? Das ist doch Quatsch, das hat doch keinen Sinn, da Ja oder Nein zu sagen. Was reimt sich auf Heiter? Weiter. Ich habe Ihnen jetzt 2 Fragen gestellt. Die erste beantworten Sie mit Ja, die zweite beantworten Sie mit Weiter. Ja, für mich sind 365 Tage ein Ja. Ja, und für mich Weiter ist, oder was reimt sich eben Weiter. Ja, für mich ist das, wenn wir gerade die Regel aufgestellt haben, nicht mit Ja, Nein oder Weiter zu antworten, dann hält man sich daran, sonst kann man den IQ relativ eindeutig feststellen. Wolltest du mit mir schlafen? Nein. Du hast jetzt alle 3 Fragen komplett falsch beantwortet, weil Ja, Nein, Weiter war nicht als Antwortmöglichkeit gegeben. Gut, sollen wir noch weitermachen? Wenn ich sage, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Also nein. Nein. Sollten Sie doch nicht sagen. Würden Sie sich schönheitsoperativ den IQ vergrößern lassen? Nein, auf keinen Fall. Was ich weiß, dann reicht mir. Also, mir reicht das, wissen, was ich habe. Es ist jetzt von der Firma Intelligenzia ein neuer Intelligenzquotient-Tester auf den Markt gebracht worden. Das ist dieser Prototyp. Da müssen Sie gar nicht mehr beantworten, sondern die haben die Wahl zwischen Oral und Blasen. Mhm. Was mögen Sie lieber, Oral oder Blasen?
Oral? Oral? Machen wir später, machen wir erstmal diesen Test, ja? Ja? Jetzt haben Sie hier den IQ von 7, ist dabei festgestellt worden. Hätten Sie damit gerechnet? Nein, ich hatte mit mehr gerechnet. Sind Sie überrascht? Ja, sehr. Aber was heißt das jetzt genau? Dass Sie einen IQ von 7 haben, Intelligenzquotient von 7. Das ist gerade viel, ne? Das heißt, Sie haben einen IQ jetzt von 7. Hätten Sie damit gerechnet? Nein. Sind Sie jetzt begeistert? Nein. Nicht. Kann man aber, sage ich Ihnen, unter uns kann man dran arbeiten. Wenn Ihnen der zu hoch ist, den kriegt man wieder runter. Ja? Schönen Tag noch. Bitte. Tschüss.